Yo, Banjo, was denkst du davon? Ich geb dem Thumbs up. Quack, quack. Das sagst du genau dann, wenn bei mir ein Frosch durch die Gegend springt. Ist das dein Ernst? Schon echt jetzt? Ja. Ich hab's nicht gewusst. I'm sorry. Kazobo. Timono. Oh, by the way, ich liebe dieses Meme, ey. Deswegen, das wird heute recht entspannt, glaube ich. Hat Bencho gesagt, seine süße Schwester? Alter, in manchen Staaten kommst du für solche Sprüche in Knast, Bencho. You can't fuck your sister, Banjo. It's illegal, Banjo. Don't do it. In Wirklichkeit ist Banjo voll der Redneck. Kannst du den Ingame-Sound ein bisschen lauter machen? You want more Kazobo? I get you more Kazobo. Falls ihr noch mehr Kazobo wollt. Das hab ich auch. Letzte Warnung, probieren die noch. Alter, was willst du tun? Ding. Ihr habt es so gewollt, ich lösche jetzt das Spiel. Was? 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 Oh, sorry, Bottles, wir tun's nie wieder. Okay, lass uns jetzt endlich die Arme tut die befreien. Alter, ich wusste gar nicht, dass der sagt so, Alter. Mach voll einen auf Mr. Rizzetti. Ich möchte. Was war das gerade? Ich möchte. Oh mein Gott. Böschken Schnöschkenberger. So sagt man immer russisch. Zu Bruchbuden. Sehr russisch. Sehr russisch. Rustikal? So kann man es vielleicht auch sagen. Das ist ja mal russisch. Schäbig wäre wohl ein Wesen. Ivan hat wieder mal nicht aufgeräumt. Russistisch? Kann ich da? Ach du Wenn ich meine ganz Güte. Krank bin. Ich glaube, ich bin nicht krank genug für sowas. Lass dann hier. I can do this. I can do this. Habe ich jetzt dran glauben? Ja! Seht ihr? Da habt ihr dran geglaubt. Believe in freedom. Genau. Ich verkaufe Nutztiere und allerlei Hilfsmittel auf meiner Ranch. Schau auf jeden Fall mal vorbei. Stell dir mal vor, das würde sie einem Veganer sagen. Ich verkaufe Nutztiere. Die würde er dann erstmal zu hören bekommen. Wie kannst du... Hast du die Peter, Tiere denn auch nach Erlebnis... Hast du die denn nach Erlaubnis gefragt, ob sie genutzt werden will? Natürlich hast du das nicht. So entstehen Freundschaften. Heißt Maru mit Namen, Nachnamen Suisho? Name Suisho. Hey Kind, ich heiße Pam. Oh ne, Pam. Ah, Kind. Pam, das Spam. Ich will sie richtig wie so ein Mann-Type sprechen, aber ich kann Willst das nicht. Willst eine preiswerte Sockenuhr? Hier, du kannst meine alte haben. Es ist eigentlich nur ein Stück Bambus mit einer Schnur dran, aber es ist eine Angel. Hier, du kannst meine alte haben. Das sagt auch kaum jemand. Das ist echt so. Mein Name ist übrigens George. Und jetzt zisch ab. Humbug. Es ist nervig, neue Leute kennenlernen zu müssen. Du bist scheiße. Ich kenne dich zwar nicht, aber Gott erhäng dich. Sozialisieren? Wer braucht das schon? Ich hab Facebook und MySpace. Du hast MySpace? Abby. MySpace! Was? Ja, wenn du schon hier ein Farmer bist. Ja, wenn du ein Farmer bist, MySpace. MySpace. Okay, der war gut. Confirmed. Okay, Andy, ich muss sagen, der war gut. Sobald ihr hier ganz unten seid, wird die Musik irgendwie unnormal creepy. Und das Bild ist ein absoluter Anfall. Das ist auch interessant. Ich hab ein paar Schimpfworte in beim Moobot so eingegeben, dass dann da die Leute getimeoutet werden, sobald sie die schreiben. Wahrscheinlich lag das da dran. This is a Christian Server. Nein, so no swearing. Größtenteils sind es zum Beispiel das N-Wort in verschiedenen Variationen und dann halt so wirklich so eine Hardcore. Ah, Nogger. Nogger, genau, richtig. Oder Nuggets habe ich da auch drin. Du hast Nuggets da drin? Nuggets? Nuggets! Aber was ist, wenn jemand nur seine Chicken Nuggets Alter, oder Leute, passt Nuggets. Bei Vivi müsst ihr aufpassen, wenn ihr Nuggets mögt. Oh, you are fucked. Ja, selbst mit Nogger. Alter, ihr seid so fucked.
und Nutella, es steht alles drin. Jedes Wort, was mit N anfängt, ist einfach da drin. Ja, aber nein, okay. Bei Vivi bist du einfach straight up fucked. Oh, warte mal, ich hab eine Idee. In dem Spiel geht's eigentlich meistens schneller, wenn man stirbt, als wenn man irgendwo zum Dings zurückgeht, so I will die now. Ich hab alles. Mama sagt, ich soll nicht mit Fremden reden, aber du siehst in Ordnung aus. Danke, Kid. Oh, warte mal, ja, Fehler. Ja, großer Fehler, Kind. You're gonna die. Was? Ihre Schale ist einfach ein wenig härter als die Durchschnittsschale. Ja, das stimmt. Also so kann man eigentlich Hayley wirklich beschreiben, quasi. Was? Fun Fact. Jede Jahreszeit musst du ja eh ein paar Sachen wieder wegmachen. Aber so viel ist das ja jetzt nicht. Aber, naja, musst du ja eh alles über den Zeitraum. So, jetzt kann ich das nicht. Du hast überhaupt nicht gewonnen, es ist. Also gut, einigen wir uns auf unentschieden. Warte mal, habe ich jetzt komplett abgeschmatzt? Ich glaube, ich habe jetzt komplett abgeschmatzt, Leute. Wartet mal. Ich wäre jetzt mittlerweile in der Zeit schon angeln Level 5, by the way. Ja, wahrscheinlich. Oh, es regnet schon wieder. Yay! Aber erstmal Fernsehen. Fuck the police, by the way. This is the sound of the police. Oh, du dumme Kackkrähe, verzieh dich. Du dummer Trottel. Du dummer Trottel. Es ist, by the way, immer interessant, dass Banjo eigentlich die meiste Zeit des Spiels einfach nur als fauler Rucksack verbringt. Ist euch das mal aufgefallen? Banjo, du meinst Kazooie? Nee, Banjo. Kazooie! Man benutzt überwiegend diesen Move hier. Banjo lässt sich überwiegend von diesem Vogel tragen. Treten. Er lässt sich von diesem Vogel treten. Ah, alles klar. Dieser scheiß Teppich! Oh ja, jetzt kommt der Mach doch keine Panik, Mann-Song. Mach doch keine Panik, Mann! Mach doch keine Panik. Ja, mach doch keine Panik, Mann. Mach doch keinen Stress. Ja, mach doch keine Panik, Mann. Du machst ja immer Stress. Du mach doch keine Panik, Mann. Du machst doch immer Stress. Ne, mach doch keine Panik, Mann. Mach doch immer Stress. Ne, mach doch keine Panik, Mann. Mach doch nicht so Stress hier. Mach doch keine Panik, Mensch. Genau. Emily, mach doch Pass. Yeah. Ist das offiziell ein Ding in dem Spiel? Ne, mach doch keine Panik, Mann. Ist das auch ein neues Lied? Genau, ne? Ich brauche Aufklärung. Ist das ein Ding in dem Spiel oder denkst du das? Mach doch keine Panik, Mann. Mach doch keinen Stress. Dann mach doch keine Panik, Mann. Mach mir noch nicht so fertig hier. Mach keine Panik. Mach daraus jemand einen Remix, bitte. Dann mach doch keine Panik, Mann. Mach mir nicht so einen Stress. Mach keine Panik, Mann. Mach doch keinen Stress. Nee, das Lied wird halt immer schneller und immer stressiger in diesem Labyrinth. Es ist wirklich so. Nee, was ähnliches. Andy? Hier hast du einen Pfund Zucker. Wehe, du isst alles auf einmal. Jetzt 3, 2, 1. Lass ihn aufs Feld. Hui! Was du hörst. Wie das Baby aus den Dinos. Wir haben diesen geistig verwirrten nackten Mann in ihrem Feld gefunden. Ach, der Soldat, der gehört zu. Nein! Miau! Ich lieb! Wenn er so an mir vorbeirennt und im Mais verschwindet. Es fühlt sich halt eben schöner an, wenn man sagt, wir machen das anstatt ich. Du kronkelst ein bisschen, guter Mann. Du kronkelst? Alter, das klingt, als ob du eine Krankheit hättest. Sorry, aber... Alter! Entschuldigen Sie, Sie haben Gronk. Sie haben Gronkel. Sie haben da einen ganz bösen Gronkel an Ihrem Sack. Ihr müsst euch das bei ihr so bildlich vorstellen. Nein, obwohl sie es nicht müssen. Fuck! Was? Okay, Shadow ist gerade auf der Flucht. Jetzt tief durchatmen. Hast du gerade in die Suppe schwitzen gesagt? In die Suppe schwitzen? What the fuck? Oh, erstmal schön in die Suppe schwitzen. Ja, das Salz in der Suppe. Super, jetzt musst du nur noch einen Schlitten durch die roten Scheiße fahren. Und dann denkst du dir, boah, geil, ich schummel sowieso, also leck mich. Ich bin geil. Dummes, fettes Virus. Das dumme Virus ist so fett. Fucking, 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 f
Ross. Es hummelt gerne. Es ist nämlich schneller als ich und eigentlich macht das hier gar keinen Sinn. Aber ist was? Ja auch ziemlich egal, ne? Bin ein fettes Walross und das Walross ist dumm, denn es müffelt und hat mir irgendwas gespendet, als ich dachte, oh geil, ich Das Schlimme ist, ich habe genau die Melodie gerade im Kopf, dummes die er hat. Das dumme Walross, das ist doch fett und dumme Kacke und dumme fette Fette. Dumme Fetten, weil was ist super schlecht. Kinderlieder schreiben ist nichts, was man ihm überlassen sollte. Er ist der neue Charlie Watt. Er schreibt nur Melodie, aber Text darf er nicht. Er ist Charlie Waffles. Dumm und schlecht und ich mag niemanden, das ist scheiße. Den musst du schon gesehen haben, du hattest schon drauf reagiert. Hat ich? Willst du mich echt jetzt? Das ist so schlecht und löst ab voll und kacke. Schicken, wenn oh, wow, noch ein Walross, nimm das, aber nimm dich vor dem stinkenden Bär an dem doofen Vogel. That's racist! That's bear-cist! Was? Vivi oder Banjo-Kazooie? Schwere Entscheidung. Weißt Multi-Twitch, du, anstatt die Entscheidung, beides. Ja, ich wollte sagen, mach den Multi-Twitch an. Besonders, ich find's gerade lustig, wie die Entscheidung einfach Vivi oder Banjo-Kazooie ist, anstatt Vivi ja. oder Shadow. Alter, what the fuck? Finde ich gerade sehr interessant. Echt naja, mal, what the fuck? Ein dümmlicher Bär mit Vogel oder Shadow, also ja. Ich sehe keinen großen. Ja. Oh, was los, Bär? Kannst du dich nicht ins Knie ficken? Oh, das ist ja schön. Alter. Der hat ein Knie. Am Bär ein Knie. Der Bär muss weg. Der Bär muss weg. Die klauen uns unsere Jobs. Unser Honig, unsere Weiber, unser Beef Jerky. Weißt du, was ich in letzter Zeit sehr gerne esse? Dürüm. Oh ja, Dürüm ist auch gut. Dürüm ist mega geil. Das ist doch quasi Döner nur gerollt, ne? Richtig, ich finde das handlicher. Das ist quasi Döner, der sich dachte, Roffel. Es ist so... Roll mich, so du Sau. Roll mich, du Sau. Der Mumbo-Schädel, ne? Ich glaub, ich brauch den sowieso. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Wie soll man den kriegen, ohne zu sterben? Alter! Ich bin schon wirklich so schnell wie möglich. Wo kommt denn der Fall-Damage her? What the fuck? Oh, I will fucking annihilate. Wo hab ich denn jetzt das Baby her? Wo hab ich das Baby her? Wie oft hört sich Little Steve? Fragen, die man sich nur in Isaac stellt. Wo kommt das Baby her? Das ist genau wie in Isaac. Also in Isaac sagst du Sachen, die du sonst nie sagen würdest. Yeah, Cancer! Es ist so warm. Ja, ist es. Es wird aber nicht viel kälter, wenn du das dauernd sagst. Ich weiß. That's actually true. Ich meine, hey Keks. Es ist warm. Ja. Yo, ich Andy. Auch warm. Andy, musst du mir mal was sagen. Ich muss mir mal was erzählen. Ja? Bin ganz ohr. Es ist warm. Echt? Ah ja, und Keks, dir wollte ich auch noch was sagen. Das ist ganz wichtig, bevor ich das jetzt wieder vergesse. Es ist fucking warm. Oh, Shadow, danke für die Info. Ich wusste das gar nicht. Echt, du wusstest nicht, dass es fucking warm ist? Gut, jetzt wissen wir, dass es fucking warm ist. Für alle Leute in Shadows, hört es zuerst. Es ist fucking warm. Ich bin wieder da, ich hab gehört, es ist fucking warm. Ich glaube, es ist warm, Leute. Ging schnell. Ich wollte gerade sagen, ich treffe jetzt genau den Balken. Und schlag mir den Schädel auf. Ich bin der leise Winterschicksal. Boah, halt die Fresse, Biber. Boah, hier. So, hier, ich habe 6 Eicheln. Have some fun. Go bust a nut, dude. Rein in deine Tür und brutal kontern. Gute Idee. Brutal kontern ist so der geilste, mit der geilste Meme einfach. Mit du dummer Trottel. Du dummer Trottel! Du dummer Trottel!
Wir wollen doch mal heute noch ein bisschen weiterkommen, weil ich ja Juwel. Fuck, 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 fuck. Oh shit. Dun, 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 dun. Sag mal, wie läufst du eigentlich rum? Don't you jinx me. Problem ist, als Biene krieg ich die Scheibe nicht eingeschlagen. Aber wenn ich jetzt da oben die Not hab, kann es mir scheißegal sein, dass ich sterbe. Oh Gott. Kleinbären im Philippik trauern so, womit machst du sie wieder froh? Mit Materialismus. Naja, so viel doch kannst du diese Figur aus dem Spiel. Weiß ich dir. Ja, das. Ah, oh, das ist diese Kant. Das ist Mr. Ich bin satt. Mr. Weil. Mrs. Pille. Wenn du kein ganz dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Das ist doch wieder. Das ist doch easy. Das ist. Ach du Scheiße, wo ist das denn? Das sieht aus wie ein Glitch. Kubis Valley? Phew! Wenn du kein dummer bist, sage mir, wo das hier schwitzt. That's a cliff! Das ist einfach nur eine Klippe! Rusty Gilby's Valley? Ja, wow! Thanks, Spider-Man! Ich bin im Urlaub und kann nichts hochladen, Special. Fick dich, Weehawk! Eure dunklen Tage sind gezählt, Bösewicht. Ah, das Hütchen behalten wir. Tu das, aber den Kaktus behalten wir. So. Oh, hier ist auch noch eins. Ach, gut, so. Geht doch, meine Güte. Zweiter Versuch und dann haben wir das doch. Du hast ein verlorenes Buch gefunden. Die Sammlung der Bibliothek wurde erweitert. Darauf werde ich mich die ganze Zeit pokern, dass ich überall diese kleinen Würmchen in der Erde suche. Oh, hier ist noch ein Ananas. Ich weiß, es ist wilder Meer, rette ich, aber für mich ist... Ihr könnt mich nicht überzeugen. Hi. Get fucked. Get fucked. Was wollte ich jetzt? Spieß sie auf! Ach, nur zu Robin, genau. Robin, Robin, Robin. Williams? Ja. Laden. So, wenn hier. Laub hier. Ah, hier gibt's auch ganz viele Möbel, das ist doch schon mal schick. Haus verbessern? Ich kann ein Haus vergrößern und eine Küche hinzufügen. Wird dich 1000 Gold. That's a lot of damage! Du musst mir 450 Stücke Holz liefern. Bist du irritiert? Was? Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Schön. Benjo. Benjo, ah, was war in der Kokosnuss? Benjo. Was ist in meiner Kokosnuss gewesen, Benjo? Why do I feel so weird, Benjo? Hey, Schusch, Leute, nochmal vielen Dank fürs Einschalten und nochmal eine Kleinigkeit in eigener Sache. Sollte euch das Video gefallen haben, feuert doch mal den Like-Button an oder sagt mir, was euch gefallen hat oder was euch nicht gefallen hat, also Kommentare und so. Und wie ihr abonniert, das muss ich euch, glaube ich, hoffentlich nicht noch erklären, das wisst ihr, glaube ich, auch so schon. Dafür halte ich euch für schlau genug, das wisst ihr mittlerweile. Ja, langsam kommt ihr mit diesem Programm ja dann doch zurecht. Macht doch langsam echt Spaß, also... freut euch in Zukunft mehr auf sowas und definitiv auch, ich werde mir noch mehr dazu lernen, was das angeht, sodass wir hier ein bisschen mehr Qualität mal reinbringen können. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. See you, Leute.